Landesentwicklungsstrategie 2030. Perspektiven, Chancen und Herausforderungen für die Zukunft Schleswig-Holsteins. Die LES soll die zentrale Zukunftsstrategie der Landesregierung bilden. Schleswig-Holstein wird in den nächsten Jahren von globalen Trends beeinflusst. Besonders 11 Megatrends werden das Land prägen. Diese Megatrends haben Einfluss auf alle Bereiche unseres Lebens. Deshalb müssen wir uns jetzt auf die Zukunft vorbereiten und strategisch planen. Die Landesentwicklungsstrategie 2030 entsteht in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern Schleswig-Holsteins und vielen Akteuren im Land. Den Auftakt des Strategieprozesses bildet 2013 ein Bürgerkongress. Es folgten eine Online-Befragung, drei Regionalkonferenzen sowie zielgruppenspezifische Veranstaltungen. Diese Ergebnisse wurden 2016 in einem sogenannten Grünbuch zusammengefasst und mit Expertinnen und Experten aus allen gesellschaftlichen Bereichen diskutiert und weiterentwickelt. Daraus entstanden dann insgesamt 11 Leitlinien, die den Kern des Entwurfs der Landesentwicklungsstrategie 2030 bilden. Von Januar bis Ende Mai 2017 findet ein öffentliches Anhörungs- und Beteiligungsverfahren im Internet statt, bei dem jede Institution und Einrichtung sowie jede Bürgerin und jeder Bürger eine Stellungnahme zu dem Entwurf abgeben kann. Den Zugang und Informationen dazu finden Sie auf www.les.schleswig-holstein.de.